Meine Damen und Herren, die Raiffeisenbank Wels hat eine gute Stimmung. Wir haben gute Zahlen, wir sind auch zuversichtlich. Obwohl ich schon sagen muss, einen Grund von außen gibt es nicht, den zu haben. Das ist das, es ist eine Ansammlung von Buchstaben, ähnlich wie auf einer Speisekarte. Ja? Das ist das, was wir Basel III nennen. Das, jedes einzelne Kastel ist ein Riesenprojekt, kostet EDV-mäßig Millionen und Abermillionen von Euros, ist, da steht MIFID 2 drauf, da steht FATCA drauf, ein besonders nettes, eine besonders nette Regelung, wo die Amerikaner sagen, ihr müsst uns alles, was Amerika Bezug hat, melden. Ja, wir haben gesagt, gern, so gut, machen wir. Ja, das sagen unsere Banken. Und wir schreiben Zero und Zero und eine Dividende von einer Kaiseraktie führt zu einer Überweisung und zu einer Information des New Yorker Finanzamts. Das machen wir alles gern, aber es hat keinen Sinn. Es bringt Ihr Wohlstand nicht weiter. Es bringt uns das nicht weiter. Das ist alles, was die Aufseher darunter verstehen, die Banken sicher erhöht werden oder muss ausreichend sein, sagen wir so, und die Liquidität muss ausreichend sein. Und dort sitzen alle Finanzaufseher der Welt in Basel rund um den Tisch und haben natürlich auch eine gewichtige Stimme, die über dem Atlantik sitzt. Und die sagen, das müsst ihr alles machen im Kreditgeschäft, liebe Banken auf der Welt. Wir machen es auch als Amerikaner. Nur, die Amerikaner haben bei den Unternehmen, wenn man auf die Passivseite der Bilanz schaut, nur 6,7% Kredite drin. Der Rest ihrer Passivseite hat mit Kredit nichts zu tun. Daher kann man auch leicht sagen, holst du Regeln ein. Weil uns hilft es nicht. Wir in Amerika haben nämlich 64% Eigenkapital, insbesondere Aktienkapital, weil dort ein Unternehmen über dieses Aktienkapital finanziert ist. Und in Österreich haben wir 45% Kredite. Uns trifft es 6-mal oder fast 7-mal so stark wie die Amerikaner. Jede Regel, die da aufgestellt wird. Ich bin jetzt nicht ganz gegen Regeln, aber das ist zu viel. Und meine Damen und Herren, das führt dazu, dass wir sozusagen auch mit niedrigsten Zinsen sie nicht motivieren können, mehr Kredite aufzunehmen, damit sie sie Maschinen kaufen und ihren Betrieb noch weiter vorantreiben, wertvolles Gut. Ab 01.01.2018 gibt es NSFR, das ist eine neue, noch viel schärfere Liquiditätsregel für Banken. Kümmern Sie sich um Ihre Liquidität in Ihren Unternehmen rechtzeitig. Ohne Transparenz geht es nicht mehr, wir brauchen Ihre Reportings, wir haben strenge Standards, Know Your Customer Regeln, wir müssen über Ihren Betrieb, sofern wir ihn finanzieren, Bescheid wissen. Investitionsentscheidungen bitte rechtzeitig mit uns besprechen. Achten Sie auf die Sicherheit im Zahlungsverkehr. Ja? Wir haben 9 Unternehmen in Österreich, die zu Weihnachten einen Betrug aufgesessen sind, wo die E-Mail-Accounts des Chefs gehackt wurden, wo dann in seinem Namen E-Mails verschickt wurden an Mitarbeiter der Finanzabteilung und dann Unsummen nach China überwiesen worden sind. Nur wenige dieser Millionen konnten gerettet werden. Ich meine, das kann man eh da sagen, weil es in den Zeitungen gestanden ist. Paradebeispiel war die FACC. Bitte achten Sie wirklich, wir haben täglich eine Unsumme von Angriffen auf die EDV-Systeme, auch auf Ihre. Achten Sie besonders auf die Sicherheit im Zahlungsverkehr.